Meinem Urgroßvater erzählten sie, dass der Feind mitten im Frieden das Land überfiel. Und es sei vaterländische Pflicht zu kämpfen. Meinem Großvater sagten sie, dass der Pole überfallen habe den Sender Gleiwitz und dass das Abendland überrannt werde von Bolschewisten. Meinem Vater erzählten sie, der Vietnamese habe geschossen im Golf von Tonkin und dass die Freiheit bedroht sei durch rote Gefahr. Mir selber erzählten sie, der Hiraker riss aus Brutkästen Babys heraus und derselbe plane ein neues Auschwitz. Da dürfe man doch nicht zusehen. Jetzt sagen sie meinen Kindern erneut, dass die anderen unmenschlich sind, damit es gerecht erscheint, wenn die Bomben fallen. Ich aber wundere mich, dass das jedes Mal wieder so viele glauben.